So, Türchen Nummer 9 geht auf und wir haben dahinter versteckt James Pond 2 für den Amiga. Ja, James Pond, was ist das? Ist das ein Wurm? Ist das ein, ich weiß, was ist ein Pond eigentlich? Ich müsste das mal nachgucken, ehrlich. Aber gut, heute machen wir mal kein großes Gerede. Fangen wir doch gleich mit dem Let's Play und schauen uns einfach mal an, wie das Spiel ist. So, damit heißt euch der Stardust Warrior, da ist ich wieder willkommen zu einem Let's Play. Ja, klar. Ich meine, es ist ja hallo, es ist ja mein Weihnachtsspecial. Ihr seht hier noch einen schwarzen Screen, gleich wird sich das ändern, es ist noch am Laden. Ja, und zwar spielen wir heute James Pond 2 für den Amiga. Ja, der Amiga lässt uns nicht im Stich. Ich wollte ja original von dem Spiel die DOS-Version spielen, da aber DOSBox mich sträflich im Stich gelassen hat. Und ja, das Problem ist, dass ich eigentlich, ich habe keine bessere Resolution hingekriegt und mir dachte, egal, dann nehmen wir den Amiga, wir wissen alle, der Amiga ist wunderbar. Und irgendwas Merkwürdiges geht hier in der Antarktik vor. Ja, ich tue es genauer gesagt auf einem Amiga 500. Murray, and he has kidnapped our friends. Only Robocard can help us now. Ja, jetzt ist die Frage, was ist das, was hat das mit Weihnachten zu tun? Nun, jetzt ratet mal, wer am Schluss uns hilft. Aber unsere Aufgabe ist jetzt and defeat Dr. Maybe. Oh. Okay, ist schön. Darf ich jetzt loslegen? Ja, und jetzt schauen wir halt mal, wann ich jetzt loslegen darf, weil zwar hat er mein... Ja, es ist schön, aber... muss ich mit der Maus? Ja, also auf jeden Fall ein A500 emuliere ich. Ich hoffe, dass es jetzt dort funktioniert. Aber mein Controller erkennt er nicht. Gut, soll mir egal sein. Ich habe hier... ich will nicht mit der Maus spielen. Well, irgendwas stimmt hier nicht. Also definitiv nicht. Well, sieht aus, als ob wirklich was nicht gepasst hätte. Jetzt passt's. Okay. Wow, was können wir hier? Ja, ich bin ja ehrlich, ich bin noch nie großartig dazu gekommen, James Pond zu spielen. Und ja, es ist jetzt Arctic Toys, Property Santa Claus. Ja, da sehen wir schon die erste Referenz zu Weihnachten. Also, und deswegen gehen wir jetzt mal reingucken. Okay. Ich hoffe halt mal, dass das... Ups. Dass das A500, dass der das schafft, dass er das gut emulieren kann. Ich hoffe es jetzt einfach, aber irgendwie... Also mehr kann ich nicht, außer dass da... Aha. Und was bringt mir das? Ich werde es da merken. Ah, okay. Wir können uns hier... Ah, okay, ich verstehe schon. Ja, es ist ja jetzt schon Türchen 9, also es ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es sind jetzt noch 12 Spiele, wenn man so haben will, die jetzt dort noch anstehen. Nee, nein, nein, Türchen 9 noch. 13, 15, och, ich krieg's heute nicht mehr gerechnet. 15 Spiele haben wir noch und was muss ich machen? Ich muss wahrscheinlich draufspringen. Und es ist der Wahnsinn, ehrlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so gut, dass das jetzt so gut durchgeht, aber scheinbar. Ich sammle hier Sachen ein, habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Vielleicht muss ich da irgendwo... Oh. Okay, wir merken uns, Giftflaschen nicht einsammeln. Gibt es irgendwo was, wo wir Sachen wechseln können? Nee. Nee, wir können nicht mehr machen. Okay. Ja, es ist ein bisschen komisch, die Steuerung, weil ich hier mit hochspringe. Also ich müsste es vielleicht euch so erklären. Mit hochdrücken springt ihr. Mit, also wenn ich hochdrücke, springe ich mit dem Knopf, mit Lever X, hui, kann ich hier lang. Aber das ist langweilig, das wollen wir nicht. Wir wollen hier richtig durchkommen, passt. Au. Nein, aber es ist wirklich verrückt, wenn ich einfach überlege, wie lang ist das her, dass ich mal wirklich so ein Projekt richtig lang, richtig durchgezogen habe. Und, na, ich bin froh drüber, ganz ehrlich. Ich bin froh drüber, das mal wieder zu machen, so ein Projekt. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt mal noch Zeit habe zu üben. Ups. Okay, also ich darf... Ah, jetzt sehe ich meine Lebensanzeige. Der hat da unten links hat der das... Ah, jetzt hat... Und ich bin nur am Verrecken, das ist natürlich nicht so gut.
Das Gift kann mir gestohlen bleiben, ehrlich gesagt. Und ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt hier noch, ich bin jetzt, ja, es ist ironischerweise so, ich hänge jetzt leicht hinter meinem Aufnahmeplan hinterher. Das hat seine Gründe. Aber ist egal, ich komme hinterher und das zählt. Ich bin jetzt hier am Aufnehmen, ich nehme nachher nochmal auf. Also, ich bin voll beschäftigt, ehrlich. Ihr dürft mir glauben, ich bin echt voll beschäftigt. Aber es ist auf jeden Fall lustig, vor allem, wenn es noch mal ein bisschen mehr zu tun gibt. Ja, also, wenn ich jetzt, es ist ja im Endeffekt so. Oh, ein Geschenk, eine Schlange. Genommen, ich nehme sie. Was bist du? Ein Kuchenmensch. Game over. Naja, müssen wir nochmal. One continue left. Ach so, wir haben auch nur begrenzt continues. Okay, schlecht. Also auf jeden Fall, da ist wieder dabei gewesen. Auf jeden Fall, es ist halt insoweit witzig. Ist hier, ich mache im Endeffekt immer erst das Let's Play, dann mache ich das Intro und schneide noch alles so zusammen, wie es mir gefällt und dann fertig und schon wird's hochgeladen. Es ist ja eigentlich nichts jetzt Großes, wo ich jetzt halt stundenlang dran. Okay, es braucht schon seine Zeit, aber es ist jetzt nichts, wo ihr jetzt nur stundenlang sitzt und euch denkt, boah, wann ist es denn endlich fertig bearbeitet? Nein, ich meine bei 24 Videos mal realistisch gesehen, da kann man nicht zu viel machen, weil ihr sonst natürlich, ah, das wäre viel zu viel. Also wenn ich mal ein größeres Projekt mache, hey, und ich habe da ja schon was vor, dann wird das auf jeden Fall länger dauern, aber dann mache ich keine 24 Projekte, sondern eins. Ja, weil ich denke mir aber auch, hey, warum soll ich mir jetzt den Stress machen? Und du Kuchenmann, du lässt mich in Ruhe. Und ab in den Exit. Gut. Also auf jeden Fall, weil dann denke ich mir, lieber mache ich es jetzt simpel. Ja, ich meine, ich bin jetzt so derjenige, wo jetzt dann wirklich rund um die Uhr Zeit hat, das mal aufzunehmen. Da denke ich mir persönlich halt, ey, dann gehe ich doch. Oh. Also die Controls sind auf jeden Fall ein bisschen slippery. Also die sind. Oh, also ich habe wirklich schon bessere Controls gesehen. Und ich komme auch nicht dazu, hier irgendwelche Waffen zu schießen oder irgendwas. Also deswegen gehe ich von aus. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall. Nee, also an die Controls muss ich mich noch gewöhnen. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, ist, wisst ihr, ich mache es zum Beispiel so, ich mache es lieber als ein bisschen simpler, ja. Lieber gestalte ich das Ganze hier ein bisschen simpler, so dass ihr zwar was zum Gucken habt, aber jetzt ist nicht das Effekt-Wunderwerk ist und wie sonst das ist, das hatte ich ja in einem Gags-Part auch mal angesprochen. Und dafür habt ihr dann ein paar Videos auch, mit denen ihr Spaß habt. Anstatt dass ich jetzt hingehe und 100 Videos mit Ultra-Effekten als machen und der Inhalt ist am Schluss scheiße. Ich meine, gut, mein Inhalt ist auch so jetzt nicht hochprofessionell, aber meine Güte, wer will doch Professionalität? Warum muss immer alles professionell sein? Ehrlich mal. Das frage ich mich ernsthaft manchmal. Warum muss alles immer gleich so professionell sein? Ich meine, ist es. Ups. Ich meine, ich bin ja keine Firma oder sowas. Ich bin halt da. Stadion. Okay, der hat mir mein Herz aufgefüllt, obwohl er dunkel ist. Nein, aber wie gesagt, also prinzipiell. Nee, ich will da ran. Auf jeden Fall, prinzipiell, ich sag's mal so, ich mach's jetzt simpel. Ihr habt was zum Angucken und wem es gefällt, das ist doch schön. Und wenn es jemand nicht mag, ja gut, ich kann es nicht ändern. Es kann einem nicht immer alles gefallen. Und von daher, es muss reichen. Okay. Oh. Ah, so kann man das natürlich auch machen. Gut, jetzt geht's ja langsam. Jetzt haben wir uns ein bisschen an ein paar Sachen gewöhnt. Jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen besser vorwärts. Ich glaube zwar nicht, dass wir das Spiel durchkriegen, weil das Spiel wird wahrscheinlich ein bisschen langwieriger sein, aber meine Güte, ist ja egal. Es geht ja nur darum, sie anzuspielen, nicht sie jetzt komplett durchzuspielen. Aber ey, ich meine, das sind dann Sachen, wo man mal irgendwann sagen kann, ey, jetzt wollen wir das durchspielen, jetzt wollen wir das durchspielen. Das sind alles Möglichkeiten. Ich meine, Christmas Games kann man ja nicht nur an Christmas spielen. Und da, welche Gegner ist hier versteckt? What the? Kann ich drauf? Ey, ich kann drauf. Cool! Ich habe ein Flugzeug! Yay! Ups. Und jetzt habe ich kein Flugzeug mehr. Oh. Mein Flugzeug! Wo bist du, mein Flugzeug? Yeah! It's me, James Bond. Okay, wir merken. Oh. Wir merken uns, ich muss jetzt hier durch die Stage irgendwie fliegen und irgendwo.
Das ist auch ein Exit. Aber irgendwo muss ja noch was. Okay, also irgendwas fehlt hier. Irgendwo habe ich hier die Dings vergessen, die Pinguine. Also soweit ich das verstanden habe, muss ich die dicken Pinguine immer retten, die. Ja. Und deswegen machen wir das auch mal, aber. Die Frage ist halt, wo? Da! Absip! Gut, ab zum Exit. Au, au, mir doch egal. Ja. Das war jetzt ein simples Level. Oh, das sieht mir nach einem Bonus-Game aus. Ja, es ist ein Bonus-Game. Ja, und deswegen haben wir auf jeden Fall gedacht, jetzt nochmal um es anzumerken, ich mache jetzt lieber ein etwas simpleres Spiel und ein simpleres Projekt und dafür einfach was nicht so dafür was Gutes, statt dass ich jetzt hingehe und halt einen Scheiß mache und es ist am Schluss nichts und ach, okay, das war eine ganze Welt. Jetzt verstehe ich das Spiel. Also, wir müssen durch die Welten und in diesen Welten müssen wir eben Sachen erfüllen. Okay. Simple enough for me. Und Welt 1 haben wir jetzt mit Bravour geschafft. Die war ja auch noch recht simpel, muss man dazu sagen. Ah. Ich verstehe. Naja, auf jeden Fall, das haben wir alles eben zu tun. Ich will den Stern. Yeah. Ich habe jetzt da keine Ahnung, wo es lang geht, aber ist scheißegal. Oh, Ring und Stern. Ich weiß jetzt gerade, gibt uns der Stern jetzt nur noch Punkte? Ich werde jetzt eh noch, also wie gesagt, es wird jetzt eh ein paar Parts geben, wo ich wahrscheinlich erstmal allein sein werde. Denn es funktioniert ja leider nicht immer alles so, wie man es gern hätte. Okay. Es hat jetzt einen riesen Bumm gemacht. Kann ich auf den Keller springen? Nee, überhaupt nicht. Wisst ihr, die sehen eigentlich gar nicht so böse aus wie Viecher, aber irgendwie sind sie dann doch böse. Ich verstehe das Level noch nicht so ganz. Komme ich hier irgendwo hoch? Nein. Komme ich hier irgendwo hoch? Nein. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber gut, wir kommen noch dahinter. Dammit. Wir werden noch dahinter kommen. Ja, ich bin jetzt schon wieder. Jetzt bin ich ein bisschen zurückhaltend, aber das ist klar. Ich meine, ich bin halt ehrlich. Ich meine, nach so vielen Videos. Da Part 10 habe ich ja auch schon fertig soweit. Es ist natürlich klar, nach so vielen. Naja, vielen Videos am Stück muss man dazu sagen. Ist da. Ich meine, es gibt welche, die machen das 3, 4 Stück am Part, aber ich bin da nun mal jetzt nicht so befähigt, dass ich jetzt mal kurz hier 3, 4 Stück am Stück einfach mal mache, weil ich es kann. Und deswegen ist das für mich natürlich ein bisschen anstrengender, als jetzt jemand, der das vielleicht einfach macht, weil er es halt kann. Ja. Und deswegen bin ich ja immer froh, wenn ich Leute dabei habe. Nur auf den Plattformen kann ich meine Fähigkeit gar nicht einsetzen. Nee, also auf jeden Fall bin ich dann immer froh, wenn ich Leute dabei habe, die mir dann noch ein bisschen helfen können. Vor allem mal ein bisschen dann auch mich aus der Misere ziehen, wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich sagen soll. Aber jetzt in dem Fall, allein ist es halt scheiße, ja. Alleine ist es halt so, dass ihr halt nun mal, ihr habt niemanden, mit dem ihr reden könnt, sondern ihr müsst dann halt wirklich versuchen, irgendwie entertaining zu sein. Das Problem ist, wie ist man entertaining? Ist eine gute Frage, wie entertaine ich Leute? Aber ich verstehe das Level jetzt wirklich nicht. Irgendwas muss ich hier doch übersehen. Wir springen jetzt mal ganz hoch an den Rand. Aha, wie hoch geht das? Ach so, bis uns die Gegner erwischen, geht's hoch. Okay. Muss ich vielleicht an die Spitze hier? Ja. Machen wir mal. Ganz hoch. Hoch, 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 hoch. Nee. Also da oben ist auch nichts. Sehr merkwürdig.
Sehr, sehr merkwürdig. Das ist jetzt wirklich ein bisschen merkwürdig. Ach, ich kann da durchlaufen? Oh! Das erklärt etwas. Ja, yep, das. Hier kann ich jetzt nicht durchlaufen. Ah, auf den können wir springen. Okay, weg mit dir. Oh. Das heißt 10.000 Punkte wert. Was war das? Ah, ich verstehe es. Wenn die Teile hier so, so sind, so ein bisschen dicker und pink, dann können wir durch. Und wenn sie das eben nicht sind, dann können wir da nicht durch. Geil, ja, 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 jetzt habe ich es verstanden hier. Meine Güte. Na, da muss man jetzt aber auch erstmal drauf kommen, ehrlich. Da muss man wirklich erstmal drauf kommen. Trotzdem bin ich jetzt verwirrt, was ich machen muss. Also ich bin jetzt da durchgekommen. Aber... Ups. So, jetzt haben wir ein ganzes Leben verballert. Das ist auch gut. Denn, ja. Ah, jetzt aber wieder was anderes ansprechen hier. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier nur wieder rumhock. Mensch, das kostet... Da guckt man sich das Video an, denkt, hey, cool, der hat wieder ein Video, James Pond, das mag ich mir so. Oh, oh, oh. Und jetzt denkt nur, oh, nee, das tut mir nicht an. Meine Güte, nein, das darf ich nicht machen. Das ist einfach zu arg. Man darf es nicht übertreiben. Also das sage ich auch immer, man darf es halt nicht übertreiben. Und ich meine, ich sage auch selber, ich finde das selber nicht so gut, wenn manche sind, ja, oh, jetzt springe ich. Oh, Wahnsinn. Ich finde das nicht so gut. Einfach, wie gesagt, also ich persönlich mag es nicht, weil ich finde das sehr langweilig, aber das muss ja nichts heißen. Richtig geraten, in dem Fall. Okay, also in dem Level müssen wir schon ein bisschen mehr gucken, was wir machen. Hm. Auch recht. Okay, wir haben Teddybears. Hi, Teddybears. Au. Ist das nicht der Kuchenmann? Stirb, Kuchenmann. Okay, was zur Hölle muss ich jetzt tun? Ah. So funktioniert das. So kommen wir aber wieder raus. Holy crap. Da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen auch hier uns wieder nach oben heben. Ja. Also ich muss sagen, das finde ich jetzt schon cool. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass das so einfach geht. Ich hätte jetzt was anderes gedacht. Aber es geht. Und wir kriegen einen Lebenspunkt plus. Und er guckt immer noch sauer. Seht ihr das? Seht ihr, wie sauer der guckt, der James Bond? Warum eigentlich? Macht doch nichts. Außer ein paar Hits halt. Aber meine Güte. Man muss halt Hits im Leben abkönnen. Ist das halt James? Dein Namensverwandter, von dem du den Namen im Endeffekt hast, der ist ja auch so. So, Exit jetzt. Das ist hoffentlich ein etwas simpleres Level. Oh. Und damit down. Okay, let's try this again. Okay, ich springe hier nicht runter, aber ich habe halt Angst ein bisschen vor diesen Flatterviechern, weil ich glaube, die könnten mir viel Aua machen. Aber hey, wir bleiben jetzt mal da oben, laufen einfach mal lang und gucken, wo wir rauskommen. Aber irgendwie... There we go. Ja, come on. Ich will da hoch. Yeah. Nein, also super. Wir kommen jetzt auf jeden Fall mal vorwärts und ich kriege immer noch Haue. Schlecht. Und ich hoffe, dass es jetzt trotzdem für euch noch erträglich ist. Wie gesagt, ich gebe gerade mein Bestes. Ich wollte eigentlich mehr als ein Part aufnehmen. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal und werde jetzt erstmal. Aha. Hier kann man hoch. Ne, sieh mal einer an. Dann gehen wir mal hoch. Warum denn nicht? Nein, ich will den Ring haben. Also, ja, James von 2, es war auf jeden Fall witzig, das wollte ich noch erzählen, genau, und zwar bin ich ja, Hier sind wir so Beschuss. Ich will das T-Shirt. Nee, auf jeden Fall, die Sache war die, ich bin auf jeden Fall, habe ich DOSBox gestartet, genau, und als ich, wow, als ich dann DOSBox gestartet hatte, hatte ich das Problem, das war in einer Resolution, ich glaube,
Das waren das 320 mal 200. So. Ich wünsch demjenigen viel Spaß, der 320 mal 200 auf einen 1080p stretchen will. Ich sag wirklich viel Glück dabei. Also ich würde es nicht hinkriegen. So, wir haben das, die Welt wohl geschafft. Haben wir? Ja. Wahrscheinlich mehr schlecht als recht, aber wir haben sie geschafft. Jo. Gehen wir weiter. Meine Güte, läuft super eigentlich. Mann, das müsste ich eigentlich mal irgendwann weiter aufnehmen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Wow! Ist das ein... Holy shit, das ist ein Boss. Wir sind im Bosskampf. Oh, Game over. Oh, nein, ich will continuen. Ich will auf jeden Fall diesen Bosskampf noch machen, auch wenn ich keine Continues mehr habe. Ist mir scheißegal. Ich will diesen Bosskampf machen. Okay, wir haben einen Riesentätig mit Stacheln am Arsch. Und ja, den müssen wir besiegen. Scheint mir aber kein jetzt so besonderer Boss zu sein, weil... Okay, also nur wenn er wirklich speziell wo springt. Hier hoch und dann hier drauf. Scheint mir jetzt nichts besonders Schweres zu sein. Erinnere mich ein bisschen an die Wily Machine. Aus... Mega Man 6, genau, Mega Man 6 war es, die Wily Machine. An die erinnert mich das ein bisschen. Er ist irgendwo, bam, er stapft runter und haut wieder hoch. Das ein, mit dem einzigsten Unterschied natürlich, dass wir hier kein blödes Loch haben, wo wir runterfallen können in Stacheln und instant sterben. Ne, jetzt haben wir es nicht mehr geschafft. Okay, also es ist auf jeden Fall kein komplizierter Bosskampf. Ihr weicht ihm aus, ihr guckt, wo er kommt, ihr springt auf die Plattform, springt ihm auf den Kopf und das macht ihr halt ab und zu. Und das dürfte dann auch schon alles sein. Schaden mache ich ihm ja scheinbar, weil er blinkt. Und wenn ein Boss, ein Gegner blinkt, dann gehe ich von aus, dass er dann auch Schaden kriegt von meinen Sprüngen. Und wir haben ihn. Ja, Boss Nummer 1. Ist kaputt. Ja, wunderbar. Und damit, tja, haben wir den Boss besiegt und sind glücklich. Und ich glaube aber, mit einem besiegten Boss würde ich sagen, belassen wir es für heute. Denn ich denke, das reicht erstmal. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich auf jeden Fall das mal wieder weitermache, weil den Speicherstand werde ich mir auf jeden Fall speichern. Und dann werden wir das irgendwann mal wiederholen und nachziehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal dann, euer Stardust Warrior 33. Euer Stardust Warrior 33. Come on. Ach so.